was sie denn bekommt. Und dann hat sie gesagt, nein, nein, Mann, das macht alles die Versicherung. Ah, perfekt, Mann. Dass ich nur die Versicherungsbeiträge bezahlt habe. Ja, das wird bestimmt über die Grundsicherung abgerechnet, die wir bekommen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Steht die Tage eigentlich noch irgendwas an? Nee, wieso? Nee, nur irgendwas, was man... Nichts, was ich nicht schon erwähnt hätte. Guck dir mal den Wichser an, der macht erstmal ein Foto von dem Typen, der auf dem Boden liegt. Ja, überall Spanne. Ja, Mann! Hol dir darauf näher schön dann runter, du Wichser! Ekliger Typ. Ja, Telefonseelsorge, sie ritzen, wir schwitzen. Ja. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, wo bist du? Alright, ja, ich schick dir Double T vorbei. Krankenhaus? Alright, bis gleich. Nee, hier hinten an der Brücke. Was da? Ja, da ist dein Bruder in der Polizeikontrolle. Darf wahrscheinlich nicht weiterfahren, weil er keinen Führerschein hat. Oh, drei Klassen, der Typ, Mann. Also, läufst mal kurz runter, holst das Auto und Tee und dann kommt er hier hoch. Hat er dir eine Adresse gesagt? Hier hinter uns, am Unicorn. An der Brücke, hinter uns direkt. Ach da, jo, bis gleich, ich lauf hin. Ja. Und, hepp! Immer diese Hindernisse auf der Straße. So witzig. Zuerst hält er mich an und dann meinen Bruder. So lustig. Mal gucken, Alter. Ein kleines Stück kann ich doch bestimmt sprinten, aber. Oh, nee, das. Nee, sprinten ist mir zu anstrengend, Digga. Ich jogge gerne jeden Tag, weil ich meinen Bruder ja so mag. Das essen die gerne, oder, Brudi? Also, ich frage sie jetzt auch nochmal. Ja, bitte. Atmen sie erstmal durch. Wo haben sie das Koks her? Nee, Kokos von Palmen. Koks, ich frag nur einmal. Was für ein Koks, Mann? Ihr wisst genau, wovon ich rede. Ich hab dir den Bossfrosch gezeigt. Ah, nein, Mann. Der hat alleine angefangen zu trainieren, Alter. Ja. Yeah. Das glaubt doch keiner. Ja, guck dir den Frosch doch an. Ja. Ey, und ohne Scheiß, Mann, guck dir den Frosch an, Alter. Wenn uns irgendeiner Koks verkauft, dann der. Ich möchte gern Arnold taufen. Arnold Schwarzenfrogger. Arnold Schwarzenfrogger. Schwarzenfrogger. Kommen wir hin, Mann. Ist gekauft, Mann, ist gekauft. Warte, ich schreib das mit dem Edding hier rauf. Aber doch nicht auf den Frosch. Nein, Mann, auf die Box, Alter. Ich dachte schon, ihr wollt das auf den Frosch schreiben. Nein. Alter, der Frosch verprügelt mich, wenn ich das versuche. Ja. Die Nachbarskatze, wie gesagt, verprügelt. Also, umgebracht. Ja, Mann. Die dann elendig erlag, hab ich die mit dem großen Schussgerät erschossen. Oh, Mann, ey. Ja, wo komme ich denn jetzt wieder? Ja, sicher. Ich den hier wieder rein? Dann bringe ich euch morgen vorbei. Ach, vorsichtig. Mit einem Aquarium. Er hat ganz schön fest dazugepackt. Wie kriegen Arnold Schwarzenfrogger oder was? Ja, ihr bekommt Arnold Schwarzenfrogger. Ey, aber das Terrarium muss Randall aber hier. Das muss aber mit panzersicherem Glas sein, ne? Ja. Das ist kugelsicher, Mann, von innen und von außen. Sonst schlägt er sich da durch. Der Kleber muss nur noch aushärten. Okay, sehr gut, sehr gut. Nicht, dass der ausbricht, Mann. Dann ist da die Hölle los, Alter. Dann könnt ihr das ganze PD abreißen und neu bauen. Ja. Ja. Was kann ich für das PD ab? Ja, oder so. Artgerechte Haltung. Ja, hast du dann Lappen dabei? Na klar, Mann. Okay, gut, dann können wir ja weiter, oder? Ja, jetzt könnt ihr weiter. Okay. Mit 80. Maximal. Nicht mit 120. Na, niemals.
Nee, sowas würden wir nie tun. Wir sind unschuldig. Dann ist ja gut. Okay, dann wünsche ich gute Weiterfahrt. Dankeschön, Mann, dankeschön. Pass gut auf schwarzen Folge. Und guck, dass du deinen Führerschein wieder kriegst oder dir einen neuen holst. Ich werde mich auf jeden Fall drum kümmern. Hast du dir immer noch keinen neuen besorgt? Ach, verdammt. Nein, hat er immer noch nicht. Schönen Ach, schade. Abend. Danke, Mann. Schönen Abend euch. Ja. Ey, du hast es mir versprochen, ne? Ja, ich bring den morgen vorbei. Das war knapp, Mann. Auf den Frosch waren noch ein paar Koksreste. Ah, okay, alles klar. Ja, ich habe in die Box ein bisschen Koks getan, damit er ein bisschen abgeht, der Frosch.